So, mittlerweile ist es, ich weiß gar nicht, wie spät das ist, kurz nach 5, so. Ich bin jetzt schon gerade dabei, hier alles abzubauen. Es ist ein ganz verrückter, bedeckter Himmel entstanden, was eigentlich sehr angenehm ist. Und perfekt, dann kann ich jetzt Rasen mähen. Also ich räume jetzt hier alles frei, dann hole ich den Rasenmäher, dann ackere ich mich da nochmal durch. Ich habe ja jetzt gerade eben hier die Beschläge noch mit Hamarit gestrichen. Hat ein bisschen gedauert, weil ich versucht habe, ordentlich zu sein. Ich konnte allerdings zum Glück so ein paar Stellen, wo ich doch mit dem Schwarz dann aufs Holz gekommen bin, mit einem Q-Tip und Alkohol ein bisschen wieder korrigieren. Puh. Ja, das heißt, das hier ist jetzt soweit fertig. Das war mein Ziel bis zu Großmutter Newmans nächstem Besuch. Jetzt mähe ich Rasen und dann mache ich mir was zu essen. Oder ich räume einfach mal wieder umsonst alles weg. Und schlepp den Akku da hinten hin, damit es dann anfängt zu regnen. Es ist nur ein kleiner Schauer, der wird sicherlich jetzt nicht so die Welt bedeuten, aber es ist wieder so typisch, so in dem Moment, wo man anfangen will, Regen, sofort. Ja, das... Also ich gehe jetzt davon aus, dass das hier nichts Größeres wird und hole schon mal meine Gerätschaft raus. Ich habe keine Lust mehr zu warten. Okay. Grundstücke, irgendwas hat mich schon wieder gestochen. Grundstück ist geschafft, aber das Schätzchen und ich müssen jetzt noch außen rum. Aber dafür muss ich erstmal das Auto wegfahren. Tja, ist das jetzt eine Wespe oder eine Biene? Eine Biene wäre irgendwie naheliegend. Ich weiß es nicht, weil sie so tot aussieht. Sie hat mich auf jeden Fall erwischt. Da konnte ich gar nichts gegen tun. Die saß links auf meiner Hüfte. Ich saß hier auf dem Stuhl. Und hab dann einfach so, ich saß hier so, hab meinem Freund gerade was eingesprochen und hab dann den Arm angelegt, so wie man halt sitzt. Nur, dass sie dazwischen war, zwischen mir und dem Arm. Ja gut, ist vielleicht ganz okay, dass es am Arm ist und nicht am Körper gewesen ist. Das wäre, glaube ich, unangenehm. Ich war gerade so froh, dass alles abgeheilt war an den Händen, zumindest weitestgehend. Selbst mein Brotmesserunfall ist jetzt leidlich wieder in Ordnung und jetzt kriege ich hier so einen Placken. Aber es wird jetzt schon dick, das heißt, da werde ich ein paar Tage was von haben, du Blöde. Letztes Mal ist doch mein ganzer Fuß angeschwollen und hat tagelang hat gepuckert und gedingst. Ich hoffe, das ist diesmal nicht so. Du brauchst gar nicht so blöd gucken. Es war völlig unnötig, mich zu stechen. Du hättest einfach weiterfliegen können. Ich habe dir nichts getan. Ich probiere hier heute mal was Neues aus. Das hier ist so fertiger Falafelteig. Das ist dieser hier. Dann habe ich mir so Tortilla-Dinger geholt. Da habe ich so eine Erdnuss-Tomatenpaste draufgeschmiert, eine Paprikapaste draufgeschmiert, ein bisschen Salat klein geschnitten, Gurken und ein klein bisschen Krautsalat. Da tue ich dann zum Schluss noch Tomaten dazu, aber die Suppen so, deswegen mache ich das erst zum Schluss. Und dann brate ich hier gleich kleine Falafelbällchen. Dann habe ich auch morgen Mittag was. Ich weiß jetzt nicht, was Oma und Mama vorhaben, aber das schadet ja nicht, hier was zu haben. Und dann tue ich noch einen Klecks Tzatziki dazu. Und dann rolle ich das alles so ein. Das ist so der Plan. Ein Experiment. Ich habe mein Tablett voller Wasser gemacht, denn ich habe vorhin beobachtet, dass das Rotkehlchen hier in dem Unterteller von der Hortensie gebadet hat. Jetzt will ich mal gucken, ob es darin auch badet. Wildnistag 45 und ich musste gerade tatsächlich mal eben hier ins Schlafzimmer nach hinten gehen. Es ist ungefähr 12 Uhr und es ist heiß und ich habe irgendwie nicht gemerkt, dass ich so ein bisschen dicken Kopf bekommen habe von der Sonne. Also ich war auch nicht in der Sonne, aber man ist ja hier nie wirklich nicht der Strahlung, sag ich mal, ausgesetzt.
und merkt auch nicht, wenn es irgendwo wärmer wird, obwohl man sich vorher da noch ganz entspannt irgendwie wohlgefühlt hat so. Und, und jetzt ist mir eben, mir ist richtig so ein bisschen schlecht geworden und heiß und kalt. Und dann dachte ich, oh, irgendwie, ich weiß nicht warum, ich habe keine körperliche Arbeit oder irgendwas verrichtet. Vielleicht, weiß ich auch nicht, ich habe auch ein bisschen Magenprobleme, vielleicht ein bisschen dehydriert oder so. Okay, auf jeden Fall habe ich den Vormittag damit verbracht, an meiner fertigen Strickjacke noch eine Applikation anzubringen, weil ich hatte da einen kleinen Fehler drin und das hat mich natürlich sehr geärgert, also habe ich den einfach damit verdeckt. Und dann habe ich eben mal den Wasserspender in Betrieb genommen, den hatte ich letztes Jahr irgendwann mal mitgebracht, aber da noch nicht benutzt und heute ist der Tag der Tage, habe ich schon Minze reingetan und Gurke und ja, jetzt ist das unser Tischgetränk. Oma und Mama kommen gleich. Oma hatte gestern, war gestern beim Zahnarzt, ist also vielleicht so ein bisschen, hoffentlich tut es nicht mehr zu sehr weh. Ja, wir werden uns mal diesen Tag angucken. Mama möchte ja eigentlich weiter am Schuppen machen, glaube ich, aber es ist echt heiß. Ich weiß nicht, ob sie das tun sollte. Oh, wenn mir schon vom Stricken schwindelig wird. Ach, so ein Mist. Jetzt ist mir das Ding hier eben runtergefallen. Jetzt ist es kaputt und das hier an dem heißesten Tag ever. Ich geh brech zusammen. Aber mir ist zum Glück noch eingefallen, dass ich doch diesen Fächer gekauft habe. Schatten. Okay, es ist tatsächlich, wir haben den ganzen Tag nur gequatscht, weil es zu heiß ist. Wir können nicht arbeiten, wir müssen warten, bis es mindestens hier die Hälfte im Schatten ist. Oma ist natürlich, sobald da hinten Schatten war, sofort losgelegt da hinten. Aber die muss auch ein bisschen aufpassen mit ihrem Zahn und Hitze und alles. Naja, wir haben jetzt erstmal Coffee Time mit einer klassischen Koppenrad und Wiese, wie ich sie mag. Oh, diese Sorte mag ich total gern, diesen Mischung aus Käsekuchen und Erdbeeren, richtig lecker. Ich werde jetzt das Undenkbare tun und bei 40 Grad im Haus abwaschen. Das würde ich normalerweise niemals machen, niemals, weil das echt, also ja, gut, dass ich nichts anhabe, weil es läuft gleich alles los. Aber heute werde ich das wohl tun, weil wenn Oma und Mama abgefahren sind, muss ich packen. Denn morgen sind es noch 2 Grad mehr und morgen reise ich ja ab. Und es wäre halt mega ätzend, bei der brüllenden Hitze morgen diese ganzen Sachen zusammenzuraffen und alles zu packen und zum Auto und was weiß ich. Da bin ich schlau, da packe ich alles heute schon, sodass meine Taschen fertig stehen, ich die morgens schon ins Auto größtenteils, bis auf Technik und so machen kann, wenn es noch angenehm draußen ist. Und dass ich dann später wirklich nur noch Blumen gießen, abschließen und los muss. Aber wenn ich jetzt nicht abwasche oder heute nicht abwasche, muss ich das ja auch alles morgen machen. Also mache ich das jetzt. Also weil das hier das große Kaffeegeschirr und alles ist. Und morgen habe ich dann ja nur noch ein Glas und 2 Teller. Das geht dann ja schnuppi-puffi. Also gut, 3-mal tief durchatmen. Und von 35 auf 40 Grad umschalten. Noch ein Schluck Wasser. Und los geht's. Ja, auf der Veranda sind es 35. Hier ist natürlich noch ein bisschen heftiger, weil jetzt auch das Gas an war und jetzt das heiße Wasser. Oh, da geht's schon los. Heiße Wasser gleich dazu kommt. Okay, ich werde es tun. Okay, kleiner Abwaschtalk. Ich weiß nicht, es ist, mir hängt die Wimperntusche wahrscheinlich schon wieder irgendwo sonst wo. Achtung, es wird laut. Jetzt wird es dampfig. Oh, ist das schön warm. Oh. Abwaschtalk-Thema, Weidegang. Ich bin immer noch nicht über die Weide gegangen und ich habe keine Ahnung warum. Ich weiß nicht, was los ist. Und das, also das Thema stimmt eigentlich gar nicht. Es ist eher nicht Abwaschtalk-Thema Weidegang, sondern Abwaschtalk-Thema, was ich in den letzten, ich glaube, 2 Intervalle sind es. Oh, hier ist ja noch Apfel drin, Moment. Auf jeden Fall ändern bzw. noch machen möchte. Und zwar ist das zum einen der Weidegang. Also ich weiß nicht, wieso ich ihn bisher noch nicht einmal in 45 Tagen nicht einmal gemacht habe. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch wirklich nicht erklären. Es steht mir überhaupt nicht der Sinn danach. Ganz merkwürdig. Aber ich glaube, das ist das gleiche Phänomen wie mit dem Sport, was ich auch sehr selten, ich glaube erst 4 oder 5 Mal habe ich erst Sport gemacht hier.
Und das ähnelt sich so vom Gefühl her. Also man muss irgendwie aktiv was tun, hat da aber eigentlich keine Lust zu, weiß aber, man fühlt sich hinterher total gut. Mein Vorhaben für die letzten beiden Intervalle ist jetzt auf jeden Fall sowohl Sport als auch Weidegang anzuziehen. Also mein Wunsch wäre es, einen Tag Sport, einen Tag Weidegang, weil man ja auch nicht jeden Tag Sport machen soll, zumindest nicht die sehr ähnlichen Übungen, die ich ja immer mache. Ich schwitze wie ein Schwein, es tut mir leid, das sieht bestimmt voll ekelhaft aus, aber auf einmal, das läuft hier alles. Genau, dann würde ich gerne einen Abend über die Weide gehen oder einen Morgen und dann einmal Sport am nächsten Tag. Zum einen, weil es dazugehört und ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass ich das jetzt dieses Jahr noch nicht machen wollte oder machen konnte. Also es ist schon so, dass meine Tage sehr ausgefüllt waren. Auch mehr als in den letzten Wildnissen, bin ich mir sicher. Also ich habe dieses Mal wirklich überhaupt, also ich will nicht sagen keine Zeit gehabt, aber es war so viel zu tun. Man merkt es ja auch in der Sache mit dem Buch, dass ich da überhaupt nicht vorankomme, weil hier immer, ich bin den ganzen Tag mit irgendwas zugange und brauche Zeit dafür und heiß, war viel öfter beim Baumarkt als in den ganzen letzten Jahren zusammen. Also ich habe irgendwie hier rund um die Uhr bin ich zugange mit dem Grundstück. Das wird jetzt etwas weniger werden, weil ich die schlimmsten Sachen jetzt ja schon erledigt habe. Schlimmsten Sachen im Sinne von zeitintensivsten und anstrengendsten Sachen. Ich weiß gar nicht, ob ich fokussiert werden möchte. Das heißt, die nächsten, also wir sind jetzt ja Anfang August und ich bleibe bis Ende August. Das heißt, die nächsten zwei Intervalle stehen Sport und Weidegang ganz hoch im Kurs. Das ist mein Plan. Ansonsten kann es sein, dass Mama Newman noch mal einmal mit hier übernachtet. Da haben wir eben schon drüber geschnackt. Das ist auch noch mal eine Neuerung sozusagen. Gab es, glaube ich, so auch noch nicht. Weiß gar nicht. Ich glaube jetzt nicht in den letzten Jahren. Das wird auch noch passieren. Ja, und natürlich wie immer Fokus auf Buch. Also schaffen wir es nicht mehr, fertig zu werden. Das steht jetzt hier absolut zu 100% fest. Brauche ich mir gar keine Illusionen machen. Was halt auch, habe ich ja schon mal erzählt, eigentlich bedeutet, dass es überhaupt keinen Sinn macht, überhaupt jetzt weiterzumachen, weil ich alles, was ich jetzt tue, bis zum nächsten Mal, wo ich dran arbeiten kann, schon wieder vergessen haben werde. Also den Anschluss einfach nicht finde und dann wieder bei Null anfange. Nichtsdestotrotz möchte ich das jetzt nicht einfach brach liegen lassen. Also ich werde das auf mich zukommen lassen. Ich weiß, dass einige von euch vielleicht ein bisschen enttäuscht sind, dass das jetzt hier nicht so diesen Buchschwerpunkt hatte. Aber ich möchte mir da weder selbst Druck machen, es besteht auch kein Anlass dazu, mir Druck zu machen, weil es einfach völlig wertfrei ist. Also man kann völlig entspannt mit dieser Buchsache umgehen. Das ist, wie gesagt, ein teures Hobby, was ich mir erlaube. Und das funktioniert auch nie auf Druck. Also das muss man einfach machen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Und ihr wisst ja, wenn ich zum Beispiel im Januar irgendwo hinfahre zum Schreiben, da komme ich ja an und an Tag 2 im Prinzip lege ich los. Da schreibe ich dann ja tatsächlich teilweise in einer Woche 20.000 Wörter runter. Also es liegt nicht daran, dass ich da irgendwie keine Lust zu habe oder irgendwas. Es ist einfach so, dass es immer darum geht, sozusagen auch die Energie, also das Feuer dafür zu spüren. Und ich gebe es ganz ehrlich zu, also wenn ich jetzt dran gearbeitet habe, hat es mir auch Spaß gemacht, es war alles gut. Aber mein Feuer momentan tatsächlich brennt doch deutlich mehr hier für das Grundstück. Das merke ich einfach. Also es gibt hier so viel zu tun und wir sind zu dritt und wir kommen kaum gegen an. Und meine Mama kann gar nicht so viele freie Tage haben, wie man bräuchte, um das hier alles in Schach zu halten. Und meine Oma kann gewisse Dinge einfach auch nicht mehr, beziehungsweise kann ja auch nur hier rauskommen, wenn wir sie hier rausholen. Das heißt, da bin ich einfach gefragt. Also da kann ich jetzt nicht sagen, oh, Leute, tut mir leid. Also ich sehe zwar, dass die Regenrinne überläuft, aber ich habe jetzt keine Zeit, mich damit zu befassen. Ich muss mein teures Hobby betreiben. Das geht nicht. Also klar, es ist mein Vorrecht, wenn ich mir das hier vorfinanziere und dafür 9 Monate doppelt so hart arbeite, auch in dieser Zeit hier größtenteils zu tun, was ich möchte. Das wäre schon okay und das würde auch jeder verstehen. Aber deswegen fühlt sich das ja nicht richtig an. Also es fühlt sich für mich jetzt richtig an, dass ich die ersten 40 Tage hier sehr, sehr, sehr auf das Grundstück ausgerichtet habe, dass ich unfassbar viel geschafft habe. Auch Dinge, von denen ich dachte, dass ich sie, glaube ich, eigentlich gar nicht kann oder nicht hinkriegen werde. Und ich fahre hier einfach mit einem super Gefühl ab, wenn ich weiß, dass all die gefährlichen Stellen, also die Stellen, die wirklich Schäden nach sich ziehen können, wenn man sich nicht um sie kümmert, dass ich die im Griff habe. Also, dass ich da was gegen unternommen habe und meinen Dienst sozusagen gemacht habe.
Das ist ärgerlich, das verstehe ich auch, wenn jetzt der ein oder andere zuschaut und sich auf mehr buchbezogene Themen gefreut hatte. Und ich finde es auch selbst, ein bisschen ärgerlich, das stimmt schon. Also ich hätte mir auch so ein Erfolgserlebnis erhofft, da mit der fertigen Trilogie hier rauszugehen. Aber ich bin auch nicht am Boden zerstört. Man kann nicht immer erwarten, dass alles genau so läuft, wie man sich das vorstellt. Und dafür, dass es eben an der Front jetzt hier wenig vorangegangen ist, ist es an anderen Fronten, die auch ebenso wichtig, zumindest für mich und meine Familie waren, sehr gut vorangegangen. Also wir können hier schon sehr stolz auf uns sein, was wir hier alles gerissen haben. Auch meine Mutter, wie gesagt, investiert hier ihre gesamte Freizeit. Die arbeitet auch 40 Stunden die Woche und die reißt hier einen Baum nach dem anderen nieder und hält das hier irgendwie am Laufen, auch vor allem ja im Frühjahr, wenn ich dann überhaupt nicht da bin, weil ich dann eben zu viel Arbeit habe. Dann ist sie hier und mäht den Rasen und schneidet die Bäume und macht und tut und keine Ahnung. Und das fühlt sich einfach gut an, wenn man da nicht hier wie so ein kleines Luxuskind dann ankommt und sagt, so Leute, ich schreibe jetzt mein Buch. Macht ihr nur weiter die Sachen, die hier gemacht werden müssen. Ich halt mich da raus. Das geht einfach nicht. Und das ist jetzt dieses Jahr mal ein bisschen mehr gewesen. Ich hoffe, ihr verzeiht das. Und ich will ja auch gar nicht sagen, dass es nicht noch vielleicht ein bisschen anders kommt. Das kann durchaus sein. Dass ich noch eine Art, oh, hier ist ja noch ein dreckiger Löffel, noch eine Art Wunder bewirke und vielleicht doch noch recht weit komme am Buch. Man weiß es nicht. Wir haben ja noch fast 30 Tage, na, ein bisschen weniger, 25 Tage vor uns. Also so ein bisschen Zeit bleibt uns ja noch. Also mal gucken. Das heißt, jetzt von mir aus würde ich mich jetzt schon mal verabschieden. Wie gesagt, ich reise morgen ab. Das ist dann Wildnistag 46. Ich versuche, heute ist Mittwoch, morgen ist Donnerstag, am Sonntag zurück zu sein. Es wird diesmal richtig schwierig. Ich werde möglicherweise Arbeit mit hernehmen müssen. Das ist immer sehr ärgerlich, weil es von hier aus ganz schwer ist, das alles zu managen. Ja, aber ich versuche am Sonntag wieder zurück zu sein und dann sehen wir uns im, was ist das denn, das vierte Intervall? Ich muss das tatsächlich mal eben nachgucken. Ja, es ist das vierte Intervall, das heißt das vorletzte. Also es dürften insgesamt dieses Jahr 5 werden. Da sehen wir uns dann also wieder. Ich hoffe, dass euch die Videos auch, wenn sie natürlich zur Mitte hin, also wenn ich hier schon länger bin, immer hin und wieder so ein bisschen eintönig auf einmal werden. Man merkt, dass ich weniger Lust habe zu filmen. Also nicht weniger Lust, aber dass es weniger Sachen gibt, die filmenswert sind oder die nicht schon 1000-mal gefilmt wurden. Und auch Dinge, die ich einfach nicht mitfilme, weil ich denke, ah, jetzt will ich aber das hier fertig kriegen. Ich habe jetzt keine Lust, die Kamera rauszuholen. Ich hoffe, dass ich das so halbwegs überbrücken konnte, diese Mitte, sag ich mal. Ich werde es beim Videoschnitt ja dann merken. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann hier und da noch was verbessern, werde ich das auf jeden Fall tun. Ansonsten hoffe ich, dass es euch bis hierhin aber auch ganz gut gefallen hat. Ist eigentlich eine ganz schöne Wildnis, finde ich, bis hierhin. Und dass ihr den Rest des Weges dieses Jahr wieder mit mir geht. Mal sehen, was noch so passiert. Wir lassen uns überraschen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Wildnisvideo. Ich bin gespannt und hoffe, ihr seid es auch. Macht's gut.